Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, wieder ein paar Tage sind vergangen, dass eine neue Folge am Kanal erscheint. Aber bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich mich bei über 375, fast 380 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn du neu dabei bist, dann herzlich willkommen in der kleinen, feinen Studio-Community und viel Spaß mit den Videos am Kanal. Gut, aber bevor wir noch mit der heutigen Folge anfangen, möchte jetzt kurz den Zug hier mitnehmen. Na, komm schon, wo bist du? Jetzt kriege ich ihn nicht. Okay, ja, ich sollte vielleicht das HUD aktivieren. Ja, nicht das Signal, sondern lieber das hier. Man sieht es mir nach, es ist zeitiger Morgen. Ich bin extra früh aufgestanden, um ein paar Folgen aufzunehmen. Ein bisschen weiter weg, sonst haben wir da zu viel Nebengeräusche. Also, wir verfolgen jetzt diesen Zug und ich möchte auf ein paar Kommentare eingehen, denn ich weiß jetzt nicht, ob bei der Öffentlichung oder bei der Veröffentlichung dieser Folge bereits ein paar neue oder bereits die Kommentare beantwortet sind, die du mir geschrieben hast. Es tut mir leid, ich bin in letzter Zeit auch wirklich nicht dazu gekommen. Ich lese sie zwar immer, aber ich habe mir noch keine Zeit genommen bzw. auch noch keine Zeit gefunden, die zu beantworten. Ich hoffe, dass sie bis dahin soweit beantwortet sind. Ansonsten gehe ich jetzt mal auf die wichtigsten Punkte ein und deswegen sind wir auch gleich in dem Zug Richtung Bahndorf, denn ein Kommentar, was mir sehr gut gefallen hat, beziehungsweise was ich sehr gerne beantworten möchte, ist, handelt es sich da hinten um den Bahnhof Bahndorf, Ort oder Bahndorf? Also meiner Meinung nach handelt es sich hier um den ersten Bahnhof, wenn man aus Bruck an der Leiter kommt, also sprich dort, wo die Züge dann Richtung Neusiedl am See sich quasi teilen und das wäre dann somit Bahndorf Ort. Ja, das nächste ist natürlich auch Bahndorf Ort, wenn man jetzt aus Blick Richtung Bruck an der Leiter schauen würde, dann wären da eher Felder. Hier hinten irgendwo wäre die Autobahn. Da wären dann Felder und Bahndorf würde sich eigentlich so entlang strecken. Ich habe das aber jetzt dann hier so gelöst, damit die Städte nicht allzu knapp beisammen sind und nicht irgendwie versuchen zusammenzuwachsen, denn das machen ja die Städte sehr gerne. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass Bahndorf hier hinkommt. Also dieser Bahnhof heißt, nennen wir ihn gleich zukünftig Bahndorf Ort. Warum nicht? Normalerweise wäre dann noch ein Bahnhof weiter vorne Bahndorf, der alte Bahnhof, aber den habe ich bewusst nicht gebaut. So, also da geht es Richtung Neusiedl am See und da wäre dann irgendwo das Designer Outlet versteckt, aber für das haben wir ja auch keinen Platz und ich denke, so mit ein bisschen mit den Windrädern ist das Ganze im Wiedererkennungswert doch gegeben. Gut, das nächste Kommentar, auf das ich schnell eingehen möchte, ist die Donaubrücke. Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich glaube, mir ist bei der Mitfahrt das eh auch aufgefallen. Ich schaue mir das jetzt noch einmal an, denn da stimmt was nicht mit der Geschwindigkeit. Schauen wir sich das einmal gemeinsam an. Also wir kommen hier mit 169, 250, 250. Tatsächlich 80. 250, 88. Ich glaube, das liegt daran, dass ich eine Mod installiert habe, die den Zügen ein realistischeres Bremsverhalten an den Tag legt. Also die Brücke selbst wäre eigentlich, sogar das gefällt mir irgendwie, dass es so zweigeteilt ist. Da, ja, sieht man jetzt so schlecht. Ich meine, so sieht man es. Ich habe das mich bewusst entschieden, das so zu lassen. Sind dann wie wenn das zwei Brücken wären, aber mir gefällt das irgendwie und deswegen möchte ich das gerne so lassen. Und wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, tatsächlich die Brücke hat 250 km/h. Allerdings liegt das wahrscheinlich daran, aufgrund der Mod, die dieses realistische Bremsverhalten einfügt, dass die da schon rechtzeitig abbremsen müssen, sonst würden sie hier nicht die 80 km/h erreichen. Ist jetzt irgendwie schade, denn ich hätte sie da schon gerne ein bisschen schneller drüber fahren lassen, aber mir gefällt dieses realistische Bremsverhalten, denn da fahren die Züge einfach schöner, sanfter in den Bahnhof ein. Ich hoffe, ich sehe da irgendwo einen Zug. Nein, ich sehe gerade keinen Zug. Müsste aber eigentlich bald ein Zug kommen, oder? Nach Bruck an der Leiter sollte doch... Jürgen jetzt. Ja, egal. Lassen wir das jetzt einmal kurz so aus, vielleicht, dass wir dann noch in Götzendorf kurz Hand anlegen, wenn wir schon da sind. Und zwar möchte ich da auch nicht so viele Dächer haben. Bin nicht so ein Freund von kompletter Bedachung eines Bahnhofs.
So, dann lassen wir das auch gleich so. Also, wie gesagt, die Brücke ist richtig eingestellt. Auch mir ist es aufgefallen. Vielen Dank nochmal für das Kommentar. Aber das liegt wahrscheinlich an der Mod, die die Bremskraft bzw. das Bremsverhalten der Züge verändert. So, dann habe ich noch einen Kommentar. Und zwar, wie viel nimmt der Railjet eigentlich mit, wenn er von Wien wieder nicht um Bratislava zurückfährt? Schauen wir sich das einmal an. Ich glaube, der Railjet wird jetzt gar nicht da sein. Ja, das ist sicher nicht da. Schauen wir mal, wenn wir direkt auf den Bahnhof draufklicken. Also aktuell nimmt er 82 Leute mit, 83, also das wird kontinuierlich mehr werden. Ich nehme mal stark an, dass er so um die 100 bis 120 Leute werden von Wien Richtung Bratislava mitreisen wollen. Wobei, da kommt er eh gerade, also dann geht es sich doch aus. Also 417 fahren mit, von Bratislava nach Wien kommend. Und 87 aktuell, die nach Bratislava möchten. So, und dann habe ich noch einen Kommentar bekommen. Das versuche ich dann, hoffentlich habe ich schon beantwortet, ich weiß jetzt noch nicht. Und zwar, wie habe ich die Erhöhung der Kapazität gemacht? Es gibt im Steam Workshop eine Mod, die heißt, glaube ich, vierfache Kapazität. Und, oder Kapazität mal 4, glaube ich, heißt die Mod. Ich weiß jetzt nicht, von wer die Mod erstellt hat. Wenn ich das genau recherchieren konnte, dann setze ich das natürlich zum Kommentar dazu. Also entweder ist es schon dabei oder ich versuche es noch einzufügen. Gut, die Musik ist aus. Das heißt, ich habe meine 4 Kommentare beantwortet, die mir wichtig waren. Und jetzt legen wir ganz einfach los. Was habe ich vor? Ich möchte heute gerne mal ein bisschen da an der Autobahn weitermachen. Warum? Ganz einfach, ich möchte da das endlich einmal fertig bekommen. Ich habe mir überlegt, ob ich da eventuell, beziehungsweise nicht nur ob, sondern wie ich da eventuell einmal bis darüber komme. Das ist schon mal so gar nicht so einfach. Das heißt, da wird sicher jetzt ein bisschen Material verschwinden. Allen voran, ich fürchte mich schon fast, dass wir da auch wieder ein bisschen was mit den Brücken machen müssen. Aber das kann ich jetzt so noch nicht sagen, das muss man sich dann in Ruhe ansehen. Ich hoffe natürlich, dass ich das nicht machen muss, aber wir werden das jetzt einmal loslegen. So. Und zwar möchte ich da ganz kurz mit dir was schauen. Wir haben ja irgendwo die Autobahn-Mod. Und da gibt es ja irgendwo, ich glaube, das sind diese, genau. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was die Mod da kann, aber ich glaube, ich kann damit selbst irgendwie das Verhalten der Städte, oder ich kann selbst sagen, was er da bauen soll, irgendwie so. Das schaue ich mir dann auch einmal in Ruhe an. Aber jetzt geht es mir ehrlich gesagt einmal um das hier. Und ich glaube, das ist nämlich da drin. Genau. So, gehen wir da mal weg, bevor das Spiel abstürzt. Schauen wir uns das in Ruhe hier an. Also wir haben hier dieses Teil, also Stadt, nicht elektrifiziert, Stadt, Asphalt, so Straßenanschluss, klein, Mittel, Dreieck brauche ich keins, Kreuz brauche ich aus, keins, Ausfahrt unten, Ausfahrt Stadt. Suche etwas, aber das ist offensichtlich da leider noch nicht dabei, beziehungsweise lässt sich das so gar nicht verwirklichen, was ich davor gehabt hätte. Obwohl mir die ja eigentlich gefallen würden, aber es wird nichts anderes übrig bleiben, als dass wir das selbst bauen. So, und zwar. Wir bauen da jetzt einmal weiter. Und reißen da mal ein Stückchen was weg, denn das kann ich so ehrlich gesagt jetzt nicht brauchen. Tut mir zwar leid, aber das müssen wir dann alles in Ruhe noch einmal nachträglich machen. Ja, dann möchte ich, während ich da mich so herum, sage ich jetzt mal, beschäftige mit dem Abriss und dem Ganzen, möchte ich noch nebenbei ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich habe ja versprochen, dass wieder mehr Folgen am Kanal erscheinen. Keine Sorge, ich habe das nicht vergessen, oder ich drücke mich davor, oder
was auch immer, sondern es ist tatsächlich gerade auch jetzt während der Urlaubssaison, ich bin jetzt wieder arbeiten und auch während der Urlaubssaison ist es wieder ein bisschen ja, stressiger und deswegen komme ich auch nicht dazu, laufend jetzt täglich neue Folgen hochzuladen. Ich versuche aber immer gegen dem Wochenende hin Folgen aufzunehmen und die dann natürlich fürs Wochenende bereitzustellen. Im Moment gelingt es mir eh relativ gut. Also ich bitte dann noch ein bisschen Geduld zu haben, denn bald gehe auch ich wieder in den Urlaub und dann sollte es auch ein bisschen ruhiger gehen. Also ab August könnte es wieder ein bisschen ruhiger sein. Und da kann dann durchaus sein, dass wieder täglich eine Folge erscheint und vielleicht auch mal endlich, was ich mir schon die ganze Zeit vorgenommen habe, auch einmal ein anderes Spiel. Das weiß ich aber noch nicht, was genau. Ich meine, Anno 1800 würde mich schon die Finger jucken, wieder mal zu spielen oder Project Hospital möchte ich ja auch unbedingt einmal weiterspielen. Und ja, schauen wir halt einmal, wie das am besten ist. Ich mache das jetzt einmal so und schauen, was passiert. Ja, das sieht dann schon ein bisschen besser aus. Und eventuell werden wir das dann auch zocken können, also Project Hospital Anno 1800. Das würde mich schon ein bisschen freuen, wieder mal ein paar Minuten mehr mit diesem Spiel zu beschäftigen. Gut, jetzt reißen wir da weiter ab. So. Ich muss nur nebenbei noch etwas überlegen und zwar soll ja da zukünftig auch einmal die U-Bahn in der Nähe sein. Jetzt muss ich genau das leider hier abreißen. So, das passt einmal. Das ist auch nicht so schlecht und das kommt auch noch weg. Und dann gefällt mir das Ganze schon einmal ein bisschen besser. Tun wir das wieder ausglätten hier. Wie wir das lösen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Eventuell hole ich mir hier ein bisschen mehr Land. So. Schauen wir mal. Kriegen wir das hin, indem wir das so machen? Ja. So. Gar nicht so schlecht. So. So. Ich glaube, das können wir durchaus so lassen. Sieht ein bisschen besser aus. Den Rest können wir mit Farbe machen. So. Kriegen wir das noch schöner hin? Ja, das passt. Nur das macht mir da noch ein bisschen Sorgen. Wie wir das am besten verwirklichen können. Da steht ein Haus. Okay. Also weg damit. Das müssen wir auch noch mal kurz da so lassen. Und dann noch irgendwo einen Anschluss, der. Ja, den müssen wir dann auch noch zurückgeben. So, ja, ich weiß, ein bisschen Terraforming, das ist immer dann etwas langweilig. Aber es ist leider notwendig. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Wir kriegen das schon hin, so wie ich das hätte. Nämlich genau so. Gut. Was ist das? Ah, okay, eine Uraltstraße.
Das ist auch nicht so schlecht. Ja, das passt so. Jetzt, wie kommen wir da am besten runter? Indem wir ganz einfach das Ganze hier noch einmal entfernen. So, das machen wir so. Das nehmen wir auch noch einmal weg. Das passt, das 25 fährt dann da so runter. Ja. Gut, also. Durch das, dass es sich hier um die Straßenbahnlinie 25 handelt, werden wir jetzt einmal Linie verwalten und... Nee, Fahrzeuge verwalten. Und alle von der Linie 25. Genau. Verkaufen wir. So. Sind alle Linie, also alle Züge der Linie 25 sind jetzt weg. So, nicht wundern, es findet gerade ein Radikalumbau statt. So, alles weg. Alles bestätigen. Also wenn du dich da jetzt ein bisschen erschreckst, weil du neu bist, nein, keine Sorge, das habe ich gelegentlich. Also alle, die schon länger dabei sind, wissen, dass ich gelegentlich dann so einen Abrisswahn habe und da muss alles weg, weil ich andere Vorstellungen habe, weil ich ungefähr weiß, wie es aussehen soll und deswegen wird da einfach geköpft, gekillt und ausradiert. So. Das baut sich die Stadt ja eh sofort wieder zurück. Das kommt auch noch weg. So. Das machen wir dann da. Und so kriegen wir das Ganze schon hin. Sehr gut. Gleich da noch ein bisschen. Das sind mir im Moment ehrlich gesagt egal. Jetzt wieder glätten. Gut, also wir brauchen die Autobahn. Vielleicht eher so. Also nochmal. Dieses neue Teil hier. Nein, dann nimmt ihr das gleiche. Passt. So. Du schließt hier an. Perfekt. Jetzt brauchen wir dreispurige Autobahn. Einmal. Ich brauche mein Paralleltool. Wo ist mein Paralleltool? Das ist das Paralleltool. Zweispurig, genau, ohne Gleise. Das passt. Nein, genau. Uah. Scheiße. Sorry, sagt man nicht. Irgendwie gefällt mir das aber jetzt auch nicht. Wenn ich sag als Brücke und dann aber mit Punkt und Komma runtergehe. Dann sieht das auch gar nicht so schlecht aus, oder?
verstanden. So, dann kommt das Ganze hier hin. Ist hier drin noch? Ah, das war zu viel. So, dann drehen wir das Ganze so. Und dann wollen wir dahin. Und da wird es sicher tricky werden. Ich sehe schon, dass dieser Bahnhof da von der U6 weg muss. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. So. Also. Ja, gar nicht so schlecht. Gleich alle da ein bisschen verändern. Da wäre eigentlich der Tunnel Kaisermühlen. So ein etwas längerer, künstlich erschaffener Tunnel. Aber ich löse das jetzt so. Hauptsache die Autobahn ist da. Ach hey, jetzt kommt das. Ja, das war so klar. Schauen wir mal, wie wir das dann noch hinbekommen. Da sind wir zumindest einmal durch. Damit kann ich auch leben. Ja, man beachte bitte nicht diese Konstruktion. Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Das Spiel heißt ja Transportfieber und nicht Autobahnfieber. Also von daher ist das nicht so schlimm. Wiedererkennungswert ist gegeben, also an dieser Stelle befindet sich die Donauuferautobahn. Und die haben wir, finde ich, jetzt gar nicht so schlecht gelöst. Jetzt klebt man das Ganze noch aus. Dann müssen wir noch die Station Neue Donau zurückgeben. Mal, wie wir die da verwirklichen können. Züge, Gebäude. Hat man Lichter? Ich glaube, ich hatte eher Dichter, oder? Das geht sich jetzt natürlich nicht aus. Wenn ich dich sanft drehe und hochstelle. Aha. Gar nicht so schlecht. Ah, weil der kann quasi in den Pfeiler reinglitschen. Okay. So.
So, da wir das so anschließen, das passt mir sogar. Dann brauche ich hier aber 140 Meter. Wenn ich sage, Schöderstation 15. Ja, irgendwo hat es doch gerade geklappt, oder? Das heißt, Moment. So. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Also mit 10 hat es geklappt. Ja, aber nur bei der kurzen Distanz, nicht bei der langen Distanz. Hm. Ah, da war ein Punkt, wo es klappt. So, wo hat es hier funktioniert? Hier würde es irgendwo, hier wird es funktionieren. Okay. Ich jetzt so drehe. Da noch immer entlang begleite. Jetzt noch nach oben gehe. Nach oben. Also Punkt und Komma funktioniert einmal nicht. Wir kriegen das heute noch hin. Ich bin sehr zuversichtlich. Aber das ist mir zu knapp. Okay, da geht einmal gar nichts. Aber woran scheitert es? Da wird es klappen. Also. Weißt du was? Genau hier. So. Sieht das aus? Eigenartig? Fast. Könnte besser aussehen. Ziemlich hoch sind wir da. Also nicht so hoch sind wir da, wie ich eigentlich wollte. Das kriegen wir hin. Schauen wir mal Gleise. Dann brauchen wir die Stadtbahngleise. Stadtbahn niedrige Oberleitung. So, auch kein Problem. Abriss, Abriss. Nichts machen. Dann machen wir das so. Ja, vielleicht mit M. Nein. Ich weiß, ich werde es bereuen, dass ich den jetzt abgerissen habe, aber was. Es geht leider nicht anders. Ich muss da irgendwie höher rauf. So. Jetzt aber.
Ja, das habe ich mir auch fast gedacht, dass das jetzt nicht klappen wird. Warum ist U-Bahn-Bau so kompliziert? Gut. Wie kriege ich das am besten hin? Das ist viel zu hoch. Also selbst wenn ich möchte, komme ich da nicht runter. Es gibt eine Mod, mit der man einstellen kann, ob die das niedriger sein soll oder nicht. Ich muss den Bahnhof noch einmal abreißen. So, ein. Schauen wir mal. Okay, das ist jetzt niedriger. Also ich glaube, das könnte sich jetzt ausgehen. Das geht sich immer noch nicht aus. Na, sage ich ja, dass sich das ausgeht. So. Wo ist das zweite Gleis? Ja, so gefällt mir das. Jetzt brauchen wir noch die Stadtbahnsignale, die da irgendwo sein sollten. Müssen wir auch noch rüber. Wenigstens konnten wir das lösen. Ja, dann soll es halt ein bisschen runtergehen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich reiß jetzt sicher nicht das Ganze noch einmal ab da. Wichtig war, dass das wieder verbunden ist und jetzt müssen wir das hier noch verbinden. Und zwar mit einer kleinen Straße. Straße. Klein. Genau. Ja, perfekt. So. Jetzt kommt die Bushaltestelle wieder ins Spiel. Gebäude. Ah, das ist dieser große neue. Oh. Ich glaube, für dich habe ich auch schon eine Idee, wo ich dich hinsetze. So. Theoretisch müsste das jetzt wieder verbunden sein.
33er und hat das eine Haltestelle hier? Ja, perfekt. Gut, dann jetzt das nächste. U6 läuft auf 7 Hirten und 25. Okay, warum? Was passt nicht? Linie verwalten. Die Nummer 20 ist. Jetzt passt's. Was passt jetzt nicht? Ja, das ist die 25. Habe ich jetzt eine Stadt gebaut? Okay. Okay, gut. Also, ich habe da jetzt eine Stadt gebaut, obwohl ich eigentlich keine Stadt bauen wollte. Ja. Das war jetzt ein Fehler von mir. So, ganz kurz. Ich speichere das jetzt, weil alles, was wir jetzt gebaut haben, wäre nicht schön, wenn das jetzt weg wäre. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt schauen wir mal, ob ich das entfernen kann. Ja, er hat es entfernt, das ist gut, das ist wirklich gut. Nicht, dass ich es nicht haben möchte, sondern es geht mir darum, dass die Performance dann nicht einbricht. So. Straßen. Kleine Straße. Direktverbindung da dran. Dann ist das soweit erledigt. Jetzt möchte ich gerne hier absperren. So, das ist alles abgesperrt, das ist gut. Das ist auch geschlüsselt, das hier auch und dann passt das. Und jetzt können wir sich da eigentlich noch darum kümmern. Jetzt können wir sich da eigentlich darum kümmern, dass wir hier irgendwie versuchen müssen, die Autobahn anzuschließen. Das ist doch gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, ich wusste, dass es komplizierter werden könnte. Das habe ich mir fast gedacht. Das sieht echt schlimm aus, was ich da gerade vorhab. Es geht nicht anders. Wir werden das so machen müssen. Das gibt's doch nicht. Das muss doch irgendwann einmal hier andocken können.
Also, dass es immer bescheidener aussieht. Da geht's? Echt jetzt? Na dann. So. Dann machen wir das so. So, wie viele Versuche braucht man? Es ist ja auch klar, dass das die ganze Zeit da an. So. Gut, also. Wir haben folgende Herausforderung, bevor die Folge zu lang wird. Nämlich, ich kriege das da nicht hin. Das ist aber jetzt nicht das Problem, denn ich baue das ganz neu. Und wenn ich es neu sage, dann meine ich neu. Ich lasse mir da was einfallen dazu und das schauen wir sich dann in der nächsten Folge an. Wir haben nur mehr die Straßenbahnlinie 25, die so nicht mehr existiert. Die bauen wir auf jeden Fall auch neu. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die Fertigstellung der Autobahn. Ich lasse die Zeit jetzt laufen, denn ob die 25 jetzt fährt oder nicht, ist mir im Moment egal. So, dafür haben wir das schön hinbekommen mit der neuen Station Neue Donau. Und ich denke, das Ganze kann man so lassen. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transportfieber 2. Servus.